kann man einstellen, dass externe Mitarbeiter bestimmten Zugang haben? Ja, also vom Prinzip relativ einfach, auch wieder hier über den mitgelieferten Administrator. Können Sie, ich klicke mal gerade hier wieder zu, über Berechtigung jeden Benutzer einfach einstellen, was darf dieser Benutzer überhaupt sehen. Und wenn ich jetzt hier, geht jetzt erstmal hin, liest die Berechtigung kurz aus, kann ich mir jetzt hier einen Benutzer raussuchen. Wenn ich jetzt hier den Benutzer Test 1, 2, 3 nehme, dann kann ich zum einen sagen, okay, der darf nur bestimmte Mandanten überhaupt sehen. Und dann kann ich sagen, innerhalb der Mandanten darf der vielleicht gar nichts sehen oder nur lesen oder er darf alles. Und dann kann ich vom Prinzip her hier wieder weiter runterbrechen, kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, im Bereich Rechnungswesen soll der keine Administration sehen, ne, dann gehe ich einfach hin und mache jetzt hier X rein und im Bereich der Auskünfte klappe ich mal auf und sage, Abschreibungsauskünfte soll der lesen können, aber in Abschreibungssimulation soll der gar nicht sehen und so weiter. Und so kann ich das für jeden beliebigen Bereich machen, ne, also sowohl für Rechnungswesen als auch zum Beispiel hier für Warenwirtschaft und so weiter, kann das einstellen und das wird dann auch direkt auf den Benutzer runter appliziert. Und das gilt halt sowohl für interne als auch für externe Benutzer.